genau auf dem vom Norweger ausgeflaggten Kurs gescheitert. Aber das war schon sehr oft auch in der Vergangenheit. Man kann nicht so einfach für seinen Läufer oder seine Läuferin den Wunschkurs auch dann wirklich setzen. Jetzt aber Pernilla Wiberg. Gelingt dir noch einmal so ein Lauf wie im Kombinationsslalom? Ja, sie hasardiert, die Schwedin. Fast immer in diesem Winter. Entweder hat sie gewonnen oder ausgeschieden. 1/1000 Rückstand auf Urška Robert. Aber jetzt kommt dieser teuflische Mittelteil. Den fährt sie im Moment wesentlich besser als zuvor. Christina Andersson kommt jetzt schon hier hinein in den Steilhang vor dem Ziel. Pernilla Wiberg, Weltmeisterin in der Kombination. 43 und zweiter Platz, 500stel zurück und wieder ein starker Lauf von Pernilla Wiberg, die voll attackiert hat und sich eine exzellente Ausgangsposition für den zweiten Durchgang geschaffen hat. Robert führt 500stel vor Wiberg und Claudia Riegler als Dritte schon fast eine Sekunde zurück. Sie ist im Moment Dritte. Schade. So viel plötzlich zurückgefallen mit nur 9. Laufzeit. Elfi Eder. Unerklärlich der Rückfall im unteren Teil. Vielleicht waren es die Nerven. Vielleicht wollte sie zu viel und war zu verkrampft. Jetzt ist der Weg zu Gold frei für Pernilla Wiberg oder Urška Robert. Sie sehen es. Eine Sekunde. Genau sind es 93 Hundertstel. Hat die Schwedin Guthaben auf Patricia Chauvet, die jetzt bereits eine Medaille hat. War schön zu schauen, wie man nur die Ski gesehen hat. Die auf Schienen ist sie oben gefahren. Ah, die fährt nicht auf Ankommen. Die fährt auf volles Risiko, weil sie weiß, nach ihr kommt Robert. Und sie will ein zweites Gold bei diesen Weltmeisterschaften nach der Kombination. 1:08:41, 93 Hundertstel nach wie vor vorne. Jetzt erster Fehler, zweiter Fehler. Hat etwas Zeit gekostet, aber sie findet rasch wieder den Rhythmus. Aber jetzt ist sie schon etwas vorsichtiger, aber es geht sich für sie aus. 1:31:46. Und Pernilla Wiberg hat das ihre dazu beigetragen, um zum zweiten Mal vielleicht Gold zu gewinnen. Wiberg führt, Chauvet ist Zweite und Riegler ist Dritte. Aber entschieden ist dieser Weltmeisterschaftsslalom noch nicht. Pernilla Wiberg aus Schweden führt. Aber ganz ohne Fehler war ihr Lauf nicht und von der Zwischenzeit bis ins Ziel hat sie auch ein paar Hundertstel von ihrem Vorsprung noch verloren. Laufbestzeit im zweiten Durchgang für Ingrid Salmoser, die einen fantastischen zweiten Lauf hingelegt hat. Schade, dass sie im ersten Durchgang doch ein bisschen zu weit hinten war. Zu einer Medaille fehlen ihr nämlich nur 22 Hundertstel Sekunden. Und jetzt fällt die Entscheidung. Urška Robert aus Slowenien, 500stel vor Pernilla Wiberg. Hat sie die Nerven? Todi Vogrinec, ich sehe ihn, kann gar nicht hinschauen, dreht sich um. Ganz Slowenien hofft jetzt auf die erste Medaille für eine slowenische Läuferin bei diesen Weltmeisterschaften. Letzter Weltmeistertitel für Slowenien, Svet, damals noch für Jugoslawien, 1989 in Whale Beaver Creek. 1:08:68, Rückstand bereits für Urška Robert. Rückstand für Urška Robert. Aber im unteren Teil hatte Wiberg einen Fehler. Da kann Robert vielleicht noch aufholen. Sie liegt im Moment an der zweiten Stelle. Also momentan ist ihr noch Silber sicher. Für Silber braucht sie 1:32:32. Für Gold geht es sich nicht aus. Aber dritter Platz, 1:32:33. Eine Hundertstel hinter Chauvet und damit heißt das Ergebnis bei diesem Weltmeisterschaftsslalom. Gold für Schweden, für Pernilla Wiberg. Zweites Gold für die Schwedin nach dem Kombinationsgold. Silber für Frankreich mit einem tollen zweiten Lauf. Patricia Chauvet, Silber und dritte Bronzemedaille für Urška Robert, Slowenien. Fünfte Ingrid Salmoser, siebente Elfi Eder und neunte Karin Köllerer. Und Heinz Brüller im Zielraum hat die ersten Interviews. Zuerst gratuliere ich der Ingrid Salmoser, heute beste Österreich. Ja, gestern beim Alberto Thoma waren wir in Pole Position, heute nicht ganz. Die Schweden haben Vorrang. Pernilla Wiberg, herzlichen Glückwunsch, Doppelweltmeisterin. Ja. Haben Sie geglaubt? Ja, ich bin sehr glücklich. Endlich eine Slalom-Medaille, das war schön. Es war spannend, es war ein Drama auch für die Nerven. Ja, in der ersten Lauf habe ich einen Fehler gemacht da oben und ich war 500 nach Urška Robert.
Und das war gut für mich, glaube ich. Dann muss ich alles geben in den zweiten Lauf und riskieren. So, das war gut. Vanille, im zweiten Lauf waren auch zwei kleine Fehler. Das hat aber nur richtig motiviert wahrscheinlich, genau wie den Alberto Tomba gestern. Ah ja, in der zweiten eine Fehler hier unten, aber es war kein Problem, ich habe das gemeistert. So, es war gut. Vanille Wiberg, Doppelweltmeisterin, fantastisch. 5 Goldmedaillen bereits. Ja. Langsam am Weg zu einer der größten Skirennläuferinnen, die es überhaupt je gegeben hat. Ah, das weiß ich nicht. Die andere hat gesagt, ich habe dieselbe Medaille als Ingmar Stenmark, aber ich habe gesagt, er ist die Größte, man kann nicht compare. Ja, nicht vergleichen. Nein, nur der Ingmar Stenmark wird bald gratulieren, wird uns auch. Herzlichen Glückwunsch, Pernille Wiberg. Dankeschön.